Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Schönes Hemd hat er an, schön gekleidet ist er, aber ihr wisst gar nicht, was ich hier unten drunter anhabe. Wisst ihr gar nicht, ich könnte jetzt auch hier nur nichts drunter anhaben. Oder ein kurzes Höschen oder ein Stringtanker oder so, weiß man ja nicht. Das war zu schnell und zu heftig. Aua. In meinem Alter sollte man keine solche explosiven Bewegungen mehr machen. Jetzt wisst ihr, was ich drunter habe. Und jetzt? Bin immer noch der gleiche, ändert sich nichts. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Nein, ich finde wieder einen Faden, habe wieder gefunden. Und zwar das Thema. Menschen. Menschen, die sehr schnell sehr viel erreichen wollen, sind meistens sehr ehrgeizige Menschen. Zu viel Ehrgeiz ist manchmal gar nicht so gut. Und vor allem, wenn man nicht in der Lage ist, einen Zeitplan realistisch einzuschätzen, das heißt, man sich seine Ziele zu hoch steckt, dann scheitert man in der Regel dran. Scheitern ist immer Mist. Scheitern macht keinen Spaß. Scheitern ist nicht motivierend. Deswegen ganz wichtig, ihr lieben jungen Menschen, die Muskeln aufbauen wollen und alle möglichen Foren durchlesen und zig Millionen verschiedene Aussagen habt, was ihr alles machen sollt. Yin und Yang, ein bisschen Entspannung reinkommen lassen, ein bisschen tief durch die Hose atmen und sich mal klare Gedanken machen. Mein Vorschlag wäre folgender. Menschen, die zu schnell zu viel erreichen möchten, die sind meistens nicht lange bei der Stange. Das heißt, die kacken in der Regel irgendwann früher oder später ab. Sie merken, sie erreichen nicht ihre Ziele, sie greifen nach allen möglichen unsinnigen Dingen, erreichen trotzdem nicht die Ziele. Was machen sie? Sie sind enttäuscht und lassen alles fallen und sagen, der Sport taugt nichts, es ist alles Mist. Mist ist gar nichts, sondern Mist war nur die Vorstellungsweise und meine realistische Einschätzung, was man in welcher Zeit erreichen kann. Deswegen ist immer ganz gut, dass man sich für gewisse Dinge, für gewisse Vorhaben natürlich auch ein Zeitfenster, ein realistisches Zeitfenster nimmt. Und dazu muss man natürlich auch realistische Grundlagen lesen. Wenn ich natürlich irgendwo in irgendeiner Plattform einsehe, in 16 Wochen hat er 10 Kilo Muskelmasse aufgebaut, boah, das will ich natürlich auch. Das ist mal rein spekulativ eine unrealistische Zeiteinschätzung und vor allem wahrscheinlich ein Fake. Da will irgendjemand irgendwas verkaufen und die wissen ganz genau, dass ihr keine Geduld habt, dass ihr null Geduld habt. Da ist ein Marketingstratege mit dabei, der weiß ganz genau, da gibt es so ein paar Hallo-Tris, die haben überhaupt keinen Bock, Zeit zu investieren. Die haben überhaupt keinen Bock und keine Geduld und die wollen alles auf einmal haben. Und genau euch schnappen sie sich am Kragen. Es kostet euch Geld und kostet euch Nerven, ihr habt nichts davon. Deswegen, ganz wichtig, habt Geduld. Dieser Sport braucht Geduld, wie alle anderen Sportarten auch, wenn man richtig gut werden will. Es kommt keiner auf die Welt und fällt, beziehungsweise es fällt kein Meister vom Himmel. Das kennt ihr alle schon und es ist tatsächlich so. Gesunde Einschätzung führt an ein gesundes Ziel und bewahrt Nerven. Das war's, Andreas Trienbacher, Person aus Karlsruhe zum Thema. Schätze deine Zeit richtig ein, sei nicht zu ungeduldig, sonst kostet es dich nur Geld und Nerven. Und nicht nur deine Nerven, sondern auch die Nerven in deinem Umfeld.